Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen eine neue Funktion aus unserem 2D-Fräsen vorstellen. Und zwar haben wir Neuerungen vorgenommen im Taschenfräsen Konturparallel. So, wir haben jetzt hier einmal diese Datei und möchten hier diese Tasche hier 10 mm tief fräsen. Und hier haben wir nochmal eine Nut, die 5 mm tief ist. Hier haben wir einen kleinen Eckenradius von R3. So, und jetzt möchten wir diese Tasche fräsen. Die erste Neuerung ist, Vectorcam kann jetzt auch offene Taschen erkennen. Und zwar muss ich ihm dabei nur sagen, dass diese beiden Elemente einmal dem Attribut geben, die sind gestrichelt, also geöffnet. Dann wähle ich meine Kontur aus, so wie wir es kennen. Die gestrichelte Linie hierzu. Bis hier und einmal die Insel noch dazu nehmen. Dann gehen wir gehabt aufs Taschenfräsen Konturparallel. Und als allererstes wählen wir unser Werkzeug. Ich möchte jetzt einen Schaftfräser 16 nehmen mit einer seitlichen Zustellung von 2 mm. Wir können Aufmaß, Wände und Boden getrennt eingeben. Diese können positiv wie negativ sein. Ich möchte jetzt hier 3 Zehntel Aufmaß haben. Ich möchte 10 mm tief fräsen und sofort 10 mm zustellen. Das nächste gibt es dann hier die Methoden. Das ist jetzt neu. Früher gab es halt nur die Versatzstrategie. Jetzt gibt es parallel und adaptiv. Wir wollen das Ganze jetzt mal trochoidal fräsen. Ein Weg und der Krümmungsradius, das ist der kleinste Radius, die der Fräser fräsen darf, sage ich einen R2. In den Jobdaten gibt es dann hier auch den schnellen Vorschub, der ist dann für die schnellen Verbindungen zwischen den Fräswegen drin. Den lasse ich jetzt erstmal alles so auf Standard. Restmaterial haben wir jetzt hier erstmal noch keins und sage jetzt erstmal okay. So, und dann erkennt man hier, dass Vectorcam vollautomatisch erkennt, dass jetzt hier eine geöffnete Tasche ist und dementsprechend fräst er die dann auch. Das gleiche machen wir jetzt mal hier oben. Wir möchten diese Nut hier fräsen. Das heißt, ich klicke diese beiden geöffneten Elemente an, sage, sie sind auch gestrichelt, wähle sie jetzt einmal aus, möchte sie jetzt wieder mit dem Taschenfräsen konturparallel, wähle jetzt mal ein etwas kleineres Werkzeug, den Schaftfräser 10. Das mache ich jetzt gleich auf 0, nur 5 mm tief und stelle hier 1 mm seitlich zu. Sage dann da auch okay. Und dann erkennt er vollautomatisch, dass er hier von außen reinfahren kann. So, dann möchten wir vielleicht noch hier das Restmaterial fahren. Dort gehe ich dann auf diesen Job, sage dann einmal selektierte Geometrie dieses Jobs. Dann habe ich wieder die ganze Kontur. Gehe nun ins Taschenfräsen Konturparallel. So, wähle jetzt mal einen Schafffräser 5. Sage, ich möchte nur 5 Zehntel seitlich zu. Natürlich wieder die 3 Zehntel möchte ich haben. 10 tief. Stelle 5 mm zu und den Krümmungsradius mache ich mal auf 0,5. Dann ändere ich hier das Restmaterial. Das aktiviere ich dann. Mein Vorgängerwerkzeug war ein 16er. Hatte das Aufmaß und diesen Krümmungsradius. Sage einmal okay. Und dann errechnet er hier einmal das Restmaterial mit 2 Zustellungen. So, jetzt gehen wir mal noch, schauen wir uns das Ganze einmal gleich an, aber jetzt gehen wir erstmal noch in eine andere Datei. So. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel mal hier einen Stempel, den ich fräsen möchte. Und ich habe eine runde Außenkontur. Da geht jetzt zum Beispiel auch so, dass ich einfach diese runde Außenkontur sage, selektiere die, mache die auch gestrichelt. Das erkennt ihr dann quasi wie so ein Rohteil. Das kann jede Art von Kontur sein, die Sie da gezeichnet haben. Und das gleiche mache ich jetzt. Ich nehme diese Kontur und die Außenkontur dazu und sage im Fräsen 2D Taschenfräsen Konturparallel. Ich lasse jetzt mal den 5er Fräser drin. Ich möchte 10 tief, nur einmal das Restmaterial natürlich wegschalten, weil das haben wir jetzt nicht. Und sage jetzt einmal okay. Und dann sieht man hier, dass ich rotalabhängig Konturen gefräst habe. Jetzt gehen wir mal einmal in die andere Datei noch und schauen uns diese Jobs hier einmal in der Simulation noch an.
Frieda stellt von außen zu. Kennt die geöffnete Tasche. Ich habe keine Vollschnitte mehr. Ich fahre halt die Troridal-Strategie. Jetzt fahre ich hier noch die Nut und halt das Restmaterial. So, wenn Sie da Fragen zu haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr Vectorcam-Team.